Bei Tagimmobilien bleibt die Dividende ausgesetzt. Hensoldt braucht Geld. RWE verdient mehr. Und wir schauen noch auf einige andere wichtige Zahlen heute. Das und mehr gleich. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Fahr deine Strategie. Achtung, der Zinsentscheid der Fed ist höher als erwartet. Deine Entscheidung. Unsere Experten stehen Ihnen mit Top-Analysen zur Seite. IG. Trading aus Leidenschaft. Mahlzeit. Soweit sieht das ganz gut aus im DAX. Plus 0,4% aktuell. Wir sind grün über 15.400 Punkte. Die große Frage ist, wie sieht das in anderthalb oder zwei Stunden aus? Denn heute kommen um 14.30 Uhr die wichtigen Inflationsdaten aus Amerika. Und da können wir mal kurz auf die Erwartungen schauen. Da sehen wir hier im Hintergrund, ich vergrößere das mal kurz, da sehen wir hier aktuell Kernverbraucherpreisindex. Das ist das, worauf es ankommen wird. Die Kernrate des Verbraucherpreisindex ohne Energie und ohne Lebensmittel. Das ist das, wo die Fed insbesondere darauf achtet, um eben die Inflation vernünftig bewerten zu können. Und da sehen wir, die ist im letzten Monat hier auf Monatsbasis mit 0,3% angestiegen und auch im Oktober 2022 mit 0,3% angestiegen. Und jetzt können wir mal schauen, was die Erwartungen hier sagen. Wir sehen hier im Moment einen Konsens von 0,3%, das heißt quasi unverändert zum Vormonat. Das würde bedeuten, dass wir hier einen neuen Bar bekommen, einen neuen Balken mit 0,3% Steigerung. Dafür würde dieser alte mit 0,3% Steigerung wegfallen. Und das würde bedeuten, dass wir hier auf Jahresbasis so gut wie keine Veränderung mehr sehen, dass wir hier weiter mit 4,1% bleiben. Und das sehen wir hier auch. Die Erwartung für den September, 4,1% war das letzte. Der Konsens hier für Oktober, der liegt jetzt eben auch bei 4,1%. Also unverändert. Und ja, das ist genau das, was wir hier sehen. 0,3% Konsens, 0,3% hatten wir beim letzten Mal die Steigerung. Also wird erstmal von Seiten der Analysten grob erwartet, dass es nicht schlechter wird als beim letzten Mal, aber auch nicht besser. Und um jetzt so ein bisschen beurteilen zu können, wie denn die Bewegung der Indizes ausfallen könnte, je nachdem, wie denn die Zahlen kommen, können wir hier mal kurz schauen. Und ich habe hier eine Grafik von euch für euch, die ist aus Bloomberg. Und da sehen wir haben hier 35 Analysten, die so in der Range um 0,3% Preissteigerung auf Monatsbasis sich bewegen. Dann haben wir 4 Analysten, die liegen hier so in der Range um 0,2%. Und dann haben wir 7 Analysten, die bewegen sich im Bereich um 0,4%. Das heißt, der Skew, der ist hier so ein bisschen in Richtung höher als eigentlich erwartet. Also in Richtung 0,4%. Da liegt so die leichte Mehrheit. Und das bedeutet normalerweise, wenn die Zahlen jetzt kommen wie erwartet, nämlich im Bereich 0,3% Preissteigerung in der Core-Rate auf Monatsbasis und eben 4,1% auf Jahresbasis, dann könnte die Reaktion des Marktes weiterhin gut sein, weil eine Mehrheit der Analysten damit gerechnet hat, dass die Werte doch etwas schärfer reinkommen als im Vormonat. Und das finde ich immer ganz spannend, da mal drauf zu schauen. Und von daher wird es heute um 14.30 Uhr auf jeden Fall spannend werden, wie sich das Ganze denn weiterentwickelt. So, jetzt hole ich mir hier noch kurz den Chat rein für euch. Den habe ich nämlich noch nicht hier drauf. Den hole ich mir mal schnell noch im Hintergrund rein. So, dann können wir nachher nämlich hier auch auf die Fragen zum Chat schauen. Okay, ich würde sagen, wir starten mit dem, was von Seiten der Einzelwerte hier wieder für uns interessant ist heute. Und da haben wir zuallererst hier die Aktie von Eckert und Ziegler. Die haben jetzt hier gute endgültige Zahlen zum abgelaufenen Quartal geliefert. Da hatten wir uns die vorläufigen noch nicht angeschaut. Deswegen schauen wir jetzt mal hier auf die endgültigen. Nicht, dass ihr euch wundert, bei den ganzen Unternehmen, die jetzt endgültige Zahlen geliefert haben, heute oder auch in den letzten Tagen,
bei denen wir aber im Vorfeld schon auf die vorläufigen Zahlen geschaut haben und wo sich einfach nicht mehr viel verändert hat, da sparen wir uns die Analyse hier. Denn da hat sich an der grundlegenden Situation dann erstmal nichts verändert und meistens bewegen sich dann die Aktien auch nicht so stark. Bei Encavis sieht es jetzt hier so aus, dass wir hier die Zahlen auch noch bekommen haben für die ersten 9 Monate. Da ist der Umsatz bei Encavis, sage ich schon, bei Eckert und Ziegler, da ist der Umsatz hier insgesamt um 11% angestiegen. Aber, und das ist ein bisschen ungünstig, wir haben einen gesteigerten Umsatz um etwas mehr als 10%, aber wir haben trotzdem einen leichten Gewinnrückgang und das ist natürlich was ich immer nicht ganz so gerne mag. Also wir haben hier ein EBITDA, das ist um 5% rückläufig von 43,7 auf 41,7 Millionen. Wir haben ein EBIT, das ist um 10% sogar rückläufig und der Nettogewinn, der ist geringer ausgefallen von 21,7 Millionen im Vorjahr auf 20,3 Millionen in diesem Jahr. Das ist im Prinzip alles wie erwartet. Man hat auch den Ausblick für 2023 bestätigt. Allerdings kommt jetzt hier noch heute eine News mit dazu bei Eckert und Ziegler. Und zwar hat man ein deutsch-chinesisches Joint Venture etabliert, mit einer 50-50-Aufteilung und zwar mit DC Pharma zur Herstellung von Radioisotopen. Und das ist ja nun mal genau der Kernbereich von Eckert und Ziegler. Und man versucht sich ja hier auch nach und nach immer mehr auf diesen Kernbereich zu beschränken und das Geschäftsfeld darauf zu konzentrieren. Und das ist natürlich etwas, was für Eckert und Ziegler prinzipiell erstmal gut ist. Und deswegen sehen wir wahrscheinlich hier auch über die letzten Wochen diese doch deutliche Erholung unten vom Bereich 28 Euro inzwischen auf fast 40 Euro nach oben. Und auch wenn wir uns den Kursverlauf hier anschauen aktuell und mal gucken, was das denn bedeuten könnte für die nähere Zukunft, dann kommen wir hier auch drauf, dass wir hier recht klar einen Aufwärtstrend haben, ja, der jetzt im Moment hier nochmal in so einer kleinen Bullflag verortet ist. Und ich würde schon sagen, dass wir eine ganz gute Chance haben, bei Eckert und Ziegler über dieses Zwischenniveau hier jetzt nachhaltig rauszugehen. Und das ist im Prinzip ja auch genau das, was ich gerne sehe, ein Widerstandsniveau und an diesem Widerstandsniveau dann eine bullische Konsolidierung, die sich hier entwickelt. Und auch wenn wir auf die Volumina schauen, dann sieht das gar nicht so schlecht aus. Ja, in diesen beiden deutlich ansteigenden Tagen haben wir ein schönes Volumen in der Korrektur, die hier gelaufen ist. Die letzten 2, 3 Tage sehen wir, dass das Volumen auch deutlich rückläufig ist. Das ist im Prinzip eine ganz ähnliche Bewegung, wie wir sie hier gesehen hatten. Hohes Volumen in der ansteigenden Bewegung und dann im zweiten Schritt hier in der Konsolidierung. Da sehen wir deutlich rückläufiges Volumen, deutlich niedrigeres Volumen. Und das sind immer alles bullische Zeichen, die der Markt hier aussendet. Also im Moment denke ich, gute Chancen dafür, dass die Aktie von Eckert und Ziegler hier übers 40-Euro-Niveau rausgeht. Auf Jahresbasis können wir mal schauen, wo dann die Zielbereiche liegen. Und da müssen wir natürlich dann bedenken, dass wir hier nochmal ein ganz starkes Widerstandslevel haben. Und das liegt im Prinzip nur knapp über 40 Euro. Und deswegen finde ich es für ein Trading-Setup hier auch schlicht und ergreifend nicht ideal. Aber sollten wir über diesen Bereich rüberlaufen, dann sehen wir hier ein deutliches Momentum zur Unterseite. Und das kennt ihr, dann erwarte ich auch ein deutliches Momentum zur Oberseite. Also 50 Euro halte ich hier durchaus mittelfristig für erreichbar bei der Aktie von Eckert und Ziegler. Kursgewinnverhältnis 32, das ist natürlich nicht billig. Da muss man drüber nachdenken. Also, ich würde sagen, vom Bereich der Widerstände, die wir hier haben, vom Bereich der Bewertung, ist da jetzt schon viel Positives eingepreist. Ich weiß nicht, ob es mein Top-Trading-Kandidat werden würde. Ich glaube eher nicht. TAG Immobilien. Ja, da geht es heute nach unten, 3%, aber die Aktie hat sich schon ganz gut eigentlich wieder erholt. Wenn wir uns hier nämlich mal den Startpreis angeschaut haben, da sozusagen waren wir deutlich unter 11 Euro, dann haben wir uns ganz gut wieder in den Bereich über 11,40 € sogar erholt und jetzt im Moment stehen wir wieder bei 11 Euro in der Aktie. Kann natürlich ein bisschen damit zu tun haben, dass auch die ersten Analysten jetzt hier ihre Meinung gesagt haben nach den Zahlen. Wir haben Zahlen bekommen bei TAG Immobilien und im Moment ist die Aktie hier noch nicht mehr als in einer ABC-Korrektur verortet. Das ist soweit auch noch alles okay. Da könnten die Rücksetzer locker noch bis in diesen Bereich hier gehen. Ja, bis zum letzten Hoch im Prinzip einfach nochmal dieses Ausbruchsniveau testen. Das wäre dann so noch nicht mal ganz ein 50% Retracement in diesem Bereich. Das wäre alles noch okay, trendtechnisch völlig in Ordnung. Auf Jahresbasis sehen wir, die Aktie ist hier gekommen von einem schönen Doppeltief. So, jetzt sehen wir das ein bisschen besser hier.
sind gekommen von einem schönen Doppeltief. Erstes hier, zweites da und dann irgendwann eben der Ausbruch über dieses wichtige 9-Euro-Niveau. Und da sehen wir auch, das war dann tatsächlich die Flip-Zone. Da waren wir hier häufiger eben im Bereich Widerstand und von da an sind wir hier bei 9 Euro ganz klar im Bereich Unterstützung. Und das wäre so die Linie im Sand für mich, wenn ich ein Investment auf TAG Immobilien laufen hätte. Unter 9 Euro ist das kein Investment mehr. Unter 9 Euro sollte man die Position hergeben. Bis dahin sollte man aber vielleicht ein bisschen Platz lassen für die aktuelle Bewegung. Die Funds from Operations, die sind ein bisschen rückläufig gewesen, zumindest die FFO 1. Die sind um knapp 9% zurückgegangen auf 132 Millionen Euro. Lässt sich relativ einfach erklären. Man hat hier höhere Finanzierungskosten bei TAG und das ist natürlich problematisch dann für die Seite. Das Geschäft in Polen, das läuft sehr gut an. Also TAG Immobilien scheint sich hier extrem gut in Polen zu positionieren. Da sind die verkauften Wohnungen in den ersten 9 Monaten in der Anzahl um 70% angestiegen. Man hat rund 2.900 Wohnungen verkauft in Polen, konnte deutliche Preisanstiege verzeichnen. Also der Immobilienmarkt in Polen scheint sich sehr gut zu entwickeln. Mittlerweile hat man da auch dann noch 2.300 Mietwohnungen fertiggestellt, hat noch über 1.000, die da im Bau sind. Mietwachstum ist super. 12,5% Mietwachstum in Polen. Leerstand liegt bei 3,5%, also auch sehr gut vermietet. Und in Deutschland, da ist man eben auch dabei, die weitere Wohnungen zu verkaufen. Da hat man also auch nochmal 1.300 Einheiten verkauft. Nettozuflüsse insgesamt um die 180 Millionen Euro realisiert in den ersten 9 Monaten. Das Problem, was wir jetzt hier haben und was natürlich auch heute klar auf die Kurse drückt, das ist die Dividende, die hier weiter ausgesetzt wird. Und die hatten wir im letzten Jahr schon ausfallen gesehen und jetzt eben nochmal. Es wird also keine Dividende geben für 2023. Ja, und man begründet das ganz gut damit, dass man sagt, man möchte einfach die verbleibende Liquidität zur Stärkung der Kapitalbasis im Unternehmen behalten und damit eben auch in der Lage sein, neue renditestarke Portfolios und Projekte in Polen umzusetzen. Und ich denke, das sollte sich mittelfristig für TAG Immobilien eher positiv bemerkbar machen als negativ. Also von daher finde ich das alles gar nicht so schlimm, was jetzt hier läuft. Da muss man als Investor einfach bereit sein, auch mal auf eine Dividende zu verzichten, wenn es denn dem langfristigen Business hier deutlich hilft. Und ich denke, das wird hier deutlich helfen. Und von daher ist das eigentlich für mich kein Grund, hier die Aktie zu verkaufen, nur weil die Dividende nochmal ein Jahr ausfällt. Man hat jetzt auch erste Prognosen mal für 2024 abgegeben. Alle Prognosen für 2023 sind bestätigt worden. Für 2024 geht man davon aus, dass man hier Funds from Operations im Bereich 170 bis 174 Millionen generieren kann. FFO 2 sollen im Bereich 217 bis 223 Millionen liegen. Das wären auch so 9% weniger im Vergleich zum aktuellen Jahr. Naja, und das Kursziel von der Baderbank, was jetzt hier reingekommen ist, das ist beibehalten worden, nämlich mit 10,50 Euro und man bleibt bei einem Sell-Rating für TAG Immobilien. Und das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb wir hier von diesem Zwischenlevel bei knapp 11,50 Euro jetzt intraday doch wieder etwas deutlicher unter Druck sind in der Aktie. Also es gibt ein aktualisiertes Sell-Rating von der Baderbank. Encavis hat Zahlen geliefert, Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien. Das ist natürlich etwas, was in der letzten Zeit überhaupt nicht gut gelaufen ist, egal in welche Bereiche wir da schauen. Erneuerbare Energien waren nicht gefragt. Aber prinzipiell hat sich das operative Ergebnis bei Encavis hier weiter verbessert. Und deswegen finde ich auch diese Abwärtsbewegung, die wir hier gesehen haben zuletzt, ja, doch etwas übertrieben. Also wir sind hier von Mitte 2022 im Bereich 24, 25 Euro. Inzwischen haben wir uns halbiert hier auf der Unterseite. Der Umsatz, der lag jetzt bei 356 Millionen. Damit hat man sogar einen Ticken mehr umgesetzt als im Vorjahr. Und das, obwohl die Strompreise deutlich zurückgekommen sind. Und das spricht eben dafür, dass das Portfolio hier weiter wächst. Man hat also neue Wind- und Solaranlagen in Betrieb genommen. Das hat von der Produktionsseite her dafür gesorgt, dass diese Preisrückgänge ausgeglichen worden sind. Ja, normalerweise hätten wir jetzt sehen müssen geringere Umsätze, weil natürlich geringere Strompreise. Aber durch eben die verstärkte Produktion von Strom konnte man diese gesamte Preissenkung hier ausgleichen.
Also 356 Millionen Umsatz. Der Gewinn EPS 53 Cent nach 51 Cent im Vorjahr. Das ist also auch gut. Das Produktionsvolumen hat das vergleichbare Vorjahresvolumen übertroffen. Und das, obwohl das Vorjahr meteorologisch sehr stark war. Ja, da hatten wir also viel Sonne und ausreichend Wind eben für die ganze Energieerzeugung, deutlich besser als in diesem Jahr. Trotzdem hat man das übertroffen. Ich finde, das ist eine gute Leistung, die Encavis hier gezeigt hat. Die EBITDA-Marge, die liegt bei 69%. Die ist etwas rückläufig von 76% ungefähr. Das hängt aber einfach damit zusammen, dass man Stern Energy hier aufgekauft hat. Und Stern Energy hat natürlich einen hohen Bereich an Dienstleistungen. Und Dienstleistungen sind ein margenschwächerer Bereich als eben Erzeugung erneuerbarer Energien. Und deswegen war es auch klar, dass die Marge insgesamt ein bisschen rückläufig ist. Würde mich hier auch nicht weiter stören. Ja, also prinzipiell gefällt mir das gut, was wir hier alles sehen. Für 2023 wird jetzt ein Umsatzerlös von 460 Millionen insgesamt erwartet. Man hat also die Prognose ganz klar bestätigt. Wenn wir gucken, was wir bisher haben, 356 Millionen an Umsatz. Das würde bedeuten, das vierte Quartal dürfte auch schlechter laufen als die ersten drei im Durchschnitt. Und trotzdem würde man die Prognosen hier erreichen. EBITDA soll mehr als 310 Millionen erreichen. Da liegt man im Moment bei 246 Millionen nach 270 Millionen im Vorjahr. Also das EBITDA ist auch um 9% zurückgegangen, das operative. Sollte jetzt aber, wie gesagt, eben mehr als 310 Millionen Euro betragen. Und ich denke, hier gibt es eine ganz gute Chance, dass diese 310 Millionen doch vielleicht sogar etwas deutlicher auf der Oberseite übertroffen werden. Wir müssen mal schauen. Aber das, was jetzt natürlich für die Aktie als allererstes mal wichtig wäre, wäre, dass dieser übergeordnete Abwärtstrend hier mal endlich gebrochen wird. Wir gucken uns mal die letzten 52 Wochen an. Ich zeige euch mal kurz hier die aktuelle Sequenz, die hier läuft. Na, hier hatten wir nochmal so ein kleines Doppeltief, sind dann nochmal ein Stück nach oben gekommen. Also die letzte Sequenz, ich gehe hier mal ruhig in die kleineren Bereiche rein. Das ist diese hier. Das ist die letzte Sequenz in der kleineren Ebene hier. Und das, was wir jetzt sehen müssen, das wäre zumindest mal ein Ausbruch über dieses Zwischenhoch hier. Dieses Doppeltop, was sich jetzt hier entwickelt hat. Solange der Ausbruch hier drüber nicht kommt, solange ist die Aktie für mich auch kein Kauf. Sollte jetzt aber das Ganze so laufen, dass wir hier eine erste Momentumbewegung, eine Bullflag gesehen haben, zweite Momentumbewegung, hier im Moment wieder so einen kleinen Korrekturtrend und wir jetzt dann nach oben rausgehen, dann hält sich das ganze Bild charttechnisch deutlich auf und ich glaube, dann sind die Anleger so weit, hier einzupreisen, dass es vielleicht auf Sicht der nächsten Quartale doch deutlich besser werden könnte. Und dementsprechend wäre das vielleicht ein ganz gutes Niveau, wenn man denn erneuerbare Energien im Portfolio haben will, hier dann über eine Encavis mal nachzudenken. Hensoldt, minus 5% fast, war heute schon deutlich mehr. Wir waren hier schon minus 6,5% in der Aktie, also deutlich abgestraft. Und da hatten wir gestern schon mal kurz drüber gesprochen, dass die Hensoldt gerade in den letzten paar Wochen deutlich schlechter läuft als die Rheinmetall. Und deswegen die Rheinmetall am Ende auch das Mittel der Wahl ist, wenn man hier einen Rüstungskonzern in Deutschland haben möchte. Rheinmetall entwickelt sich viel, viel besser, steht aktuell am Allzeithoch, hat gerade heute wieder gemeldet, 32 neue Panzer werden ausgeliefert in die Ukraine. Ja, und das, was Hensoldt vermeldet, ist eine Kapitalerhöhung. Hier soll es so Richtung 10% Kapitalerhöhung gehen. Das ist jetzt bekannt geworden, weil der Bund sich wohl darauf vorbereitet. Also die Bundesrepublik Deutschland, die erhält einen Anteil hier von 25,1% in Hensoldt und möchte diese Größenordnung auch beibehalten. Die müssten sich dann also an dieser neuen Kapitalerhöhung auch entsprechend mit einem Viertel beteiligen. Dann gibt es noch einen italienischen Konzern, der hält 25,1%. Der wird sich dann sicherlich auch daran beteiligen. Das heißt, die Kapitalerhöhung an sich, die ist schon wahrscheinlich schon mal gesichert. Das wird relativ klar gehen. Aber es ist natürlich für die bestehenden Aktionäre nicht so schön, wenn hier verwässert wird. Und dementsprechend sind heute hier die Verkäufer aktiv, minus 5% in der Aktie. Und ja, wenn wir uns die Analysten angucken, Warburg Research sind die, die sich jetzt hier zu Wort gemeldet haben, nachdem die News von dieser Kapitalerhöhung rausgekommen sind. Da bleibt man bei einem Buy-Rating mit einem Kursziel von 36 Euro. Und dafür gehen wir mal kurz hier auf den Jahreschart. Und dann sehen wir 36 Euro. Naja, das wäre hier wirklich im Best Case gerade mal
eine Rückkehr hier oben in den Bereich von dem, ja, noch unterm Jahreshoch im Prinzip. Also sehen wir auch schon von Seiten der Erwartungshaltung eine ganz andere Ausgangslage als das, was wir tatsächlich bei Rheinmetall sehen, wo also massig auch Kursanhebungen in der letzten Zeit erfolgt sind, viele Kursziele weit über 300 Euro liegen. Das ist alles bei Hensoldt hier etwas gedrückter in der Stimmung. Und dann kommt noch dazu, dass das Kursgewinnverhältnis mit 23 hier höher ist als das von Rheinmetall. Das liegt im Moment unter 20. Also ich finde die Aktie zu teuer. Die Bewegung im Verhältnis zu Rheinmetall gefällt mir nicht. Selbst Warburg, die jetzt hier in 36 Euro Kursziel haben, die haben in ihrer Analyse auch nochmal ganz klar gesagt, ein möglicher Kauf von diesen ESG-Elektrosystem und Logistik GmbH wäre im Moment überhaupt noch nicht zu bewerten und zu beurteilen, weil noch gar keine Details bekannt sind zum Kaufpreis und zu dem, was da vielleicht an Umsatz und Gewinn dann zusätzlich erzielt worden werden sollte, wo vielleicht Gemeinschaftskosten liegen, die man dann einsparen könnte und so weiter. Also bei denen läuft diese Analyse mit dem 36 Euro Kursziel noch so, wie Hensoldt jetzt aussieht. Man sagt aber auch, die Kapitalerhöhung, die kommt nicht gut an bei den Anlegern und da sollte man von Seiten Hensoldt hier möglichst schnell für Klarheit sorgen. Ansonsten könnte die Aktie noch eine Ecke weiter fallen. K&S hat Zahlen geliefert und K&S ist heute gesucht. 3% geht es nach oben und die Frage, die man sich jetzt als Investor stellen muss, ist, war es das mit der Abwärtsseite? Sind wir jetzt hier weit genug gefallen? Ja, ich würde hier noch keine Entwarnung geben wollen. Wir haben auf der Oberseite hier noch ein starkes Widerstandslevel. Wir haben an dieser Stelle hier noch ein sehr starkes Widerstandslevel, bei dem auch dann das Gap ungefähr geschlossen wird. Ja, und viel mehr würde ich der Aktie hier im Moment auch erstmal nicht zutrauen. Wenn wir uns angucken, wie das Ganze gelaufen ist. Ja, die Zahlen waren etwas besser als von den Analysten erwartet. Von daher wahrscheinlich heute auch 3% Kursbewegung. Wenn wir die aber mal mit dem Vorjahr vergleichen, dann bleibt das Zahlenwerk so schlecht wie vorher. Nämlich wir haben einen Umsatz, der ist um 40% rückläufig auf 880 Millionen. Da sind im Vorjahr noch knapp 1,5 Milliarden umgesetzt worden. Und das EBITDA, das geht zurück um knapp 90% auf 72 Millionen von 633 Millionen im Vorjahr. Nettogewinn ist negativ, weil eben dieses sehr geringe EBITDA von 72 Millionen Euro eben nicht gereicht hat, um die Abschreibungen auszugleichen. Das sind ganz normale Abschreibungen, die hier vorgenommen worden sind, überwiegend auf Anlagen in Kanada. Und das führt dazu, dass wir hier einen Nettogewinn dann insgesamt von minus 24 Millionen auf der Uhr haben, also definitiven Verlust. Free Cashflow liegt bei 328 Millionen, der war im Vorjahr auch viel komfortabler bei 814. Ausblick hat man bestätigt. Und da kommen wir jetzt, wie ich finde, zu den positiven Werten. Denn man hat einen Ausblick fürs EBITDA, der liegt zwischen 600 und 800 Millionen, hat das auch nicht weiter präzisiert, sondern bleibt bei diesem Ausblick EBITDA zwischen 600 und 800 Millionen. Wir haben aber hier bei K&S in den ersten 9 Monaten schon 550 Millionen EBITDA Einzug gesehen. Also, aber jetzt haben wir natürlich hier auch im letzten Quartal jetzt gerade mal nur 72 Millionen. Wenn da wieder nur sowas im Bereich 100 Millionen kommt, na, dann sind wir ja auch gerade mal nur bei 650 Millionen. Da müssen wir also mal abwarten, wie das Ganze läuft. Der Konsens, der liegt im Moment bei knapp 700 Millionen und das dürfte doch etwas schwierig zu erreichen sein für K&S. Man sieht jetzt zwar, dass die Kalipreise in Brasilien, das ist ja somit der wichtigste Markt für K&S, dass die sich stabilisiert haben und auch der Düngerabsatz, der ist kräftig angestiegen. Allerdings sind die Preise eben nach wie vor rückläufig im Bereich Kaliprodukte und Düngemittel. Zumindest, sage ich mal, außerhalb von Brasilien sind die Preise natürlich deutlich niedriger, als wir das im Vorjahr so gesehen hatten. Naja, mal schauen. Free Cashflow liegt man auch noch immer beim Ziel zwischen 300 und 450 Millionen. Das hat man also auch so belassen. Und auch da sehen wir, 328 Millionen sind in den ersten 9 Monaten schon reingeholt worden. Also ich finde, Free Cashflow Erwartungshaltung hier ist auch recht konservativ. Und dann hoffen wir mal, dass man es schafft, trotz der konservativen Erwartungen hier die Analysten dann doch nochmal irgendwie zu überraschen. Ja, die Analysten, die sich hier bisher gemeldet haben, das war jetzt zum einen die UBS, die ist bei einem Sell-Rating geblieben, hat ein Kursziel immer noch von 13 Euro. Das liegt also nochmal unter dem Jahrestief
was wir hier gestern gesehen haben. Dann haben wir Warburg, die haben ein Hold-Rating mit einem Kursziel von 19 Euro. Wir haben JP Morgan, die haben ein Overweight-Rating mit einem Kursziel von 22 Euro. Und wir haben Baader Bank mit einem Kursziel von 18 Euro. Die sind allesamt dabei geblieben bei ihren Analysen. Da ist nichts verändert worden, weder das Ranking noch das Kursziel oder das Rating noch das Kursziel. Ja, und das zeigt, dass die Zahlen hier doch ziemlich wie erwartet gekommen sind. Hier kein Lachs vom Teller ziehen, niemand groß überraschen, weder positiv noch negativ. Und das ist dann oft ein Ausgangspunkt dafür, dass vielleicht der Trend erstmal noch weiterläuft, dass es vielleicht nicht reicht für einen Trendwechsel. Und von daher würde ich K&S hier auf jeden Fall erstmal nicht ins Depot nehmen. Vitesco hat Zahlen geliefert. Naja, das ist für uns alles nicht mehr so ganz interessant. Vitesco wird hier höchstwahrscheinlich von Schaeffler aufgekauft. Umsatz war rückläufig um 4%, aber hier handelt es sich wohl um einen planmäßigen Abbau von Nicht-Kerngeschäften. Also auch Vitesco möchte sich mehr aufs Kerngeschäft konzentrieren. Das wäre in dem Fall hier Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Das ist das, was Vitesco hier macht. Das ist auch ein Großteil des Umsatzes, eben der daher kommt. Konzernergebnis ist mit 30 Millionen positiv gewesen. Das bereinigte EBITDA ist um 70% angestiegen. Free Cashflow 73 Millionen, sieht erstmal alles nicht so schlecht aus. Umsatzwachstum organisch 1,1% ist auch okay. Ja, Ausblick hat man bestätigt. Also das ist solide, was Vitesco hier zeigt. Wir sehen den Kursverlauf, na, der hier schön dynamisch nochmal zugelegt hat. Aber das war dann natürlich hier auch ein Stück weit durch dieses Ankaufgebot von Schaeffler. Und von daher würde ich in der Vitesco im Moment hier auch nichts mehr investieren. Nordex hat Zahlen geliefert, MDAX-Wert, eben auch erneuerbare Energien, Windkraft überwiegend. Und ja, da hat man hier in den ersten 9 Monaten den Umsatz ganz gut gesteigert und den Verlust reduziert. Ja, und das finde ich schon mal ganz gut. Also fürs dritte Quartal ist der Umsatz quasi unverändert geblieben zum Vorjahr. Wir haben also im dritten Quartal jetzt einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro gesehen. Genau das gleiche lag im Vorjahr an. Aber wenn wir uns den Umsatz auf 3 Quartalsbasis anschauen, also über die ersten 9 Monate im Jahr, dann ist der insgesamt um 16% angestiegen von 3,9 Milliarden auf 4,5 Milliarden und damit auch über den Konsenserwartungen. Das EBITDA, da haben wir jetzt genau das Umgekehrte. Das EBITDA auf Quartalsbasis im dritten Quartal, das ist tatsächlich positiv. Und zwar zum zweiten Mal hintereinander hat man hier also ein positives operatives Ergebnis erzielt von 48 Millionen. Da lagen im letzten Jahr noch 27 Millionen Verlust an. EBITDA-Marge liegt hier bei 2,8%, was wirklich nicht schlecht ist. Auf 3 Quartalsbasis verändert sich das Ganze hier nochmal dann zum Negativen. Denn da haben wir immer noch ein bereinigtes EBIT, was negativ ist. Das liegt im Moment bei minus 67 Millionen nach minus 199 Millionen im Vorjahr. Und die EBIT-Marge, die liegt bei minus 1,5% nach minus 5,2% im Vorjahr. Also jetzt haben wir im Prinzip gesehen, über die ersten 9 Monate ist das operative Geschäft noch in den roten Zahlen, aber über die letzten 2 Quartale haben wir hier schon ein positives Ergebnis erzielt. Wenn das gehalten werden kann, dann können wir davon ausgehen, dass Nordex in 2024 insgesamt ein positives operatives Ergebnis erzielt. Ja, das ändert aber nichts daran, dass der Nettogewinn immer noch sehr deutlich negativ ist. Der Nettogewinn, der lag im Vorjahr bei minus 371 Millionen, also ein Verlust von 371 Millionen netto. Der ist jetzt erstmal verringert worden auf 334 Millionen netto. Nur da sehen wir, die Differenz, die ist nicht so stark. Der Sprung ist nicht so besonders groß. Und das sorgt dann natürlich auch gerne dafür, dass es eine ganze Weile dauert, bis wir im Bereich Nettogewinn hier tatsächlich profitabel werden können. Denn wir sehen, im operativen Ergebnis geht es ganz flink, dass man da mal auf die Gewinnseite überschlägt. Im Nettoergebnis ist das doch ein sehr langwieriger Prozess. Und dementsprechend müsste man hier vorsichtig sein. Ich glaube, Vestas wäre im Moment vielleicht die bessere Alternative, wenn man in Windkraft investieren will. Nordex scheint noch eine längere Story zu sein und deswegen hatte ich die Aktie dann auch wohl oder übel irgendwann aus dem Musterdepot rausgenommen, weil ich eben auch gesehen habe, okay, das dauert doch alles noch deutlich länger, als ich das ursprünglich mal antizipiert hatte. Und ich finde es momentan noch schlicht und ergreifend zu früh.
in solche Märkte jetzt hier reinzugehen, vor allem wenn die eben so hoch unprofitabel sind. Das ist natürlich immer das Riesenproblem, gerade bei den hohen Zinssätzen, die wir im Moment haben. Delivery Hero Aktien, die sind heute gesucht. Ein weiterer MDAX-Wert, 5,5% geht es hier nach oben. Hier haben wir also muss ich mal kurz schauen hier. Zweitbesten Wert im MDAX aktuell nach Pro7 Sat1, aber über Pro7 Sat1 sprechen wir gleich noch. Delivery Hero, also 5,5% Performance momentan, ist eine Lieferplattform, die eben weltweit agiert und zum Teil sogar in Lateinamerika, Nahem Osten, Asien mehr verdient als in Europa. Also das ist immer so ein bisschen globaler zu sehen, alles, was hier passiert. Und was mir hier ganz gut gefällt bei Delivery Hero, das ist der Kursverlauf. Wenn wir uns den nämlich mal anschauen, dann sehen wir, die Aktie ist per se hier im Abwärtstrend verortet. Ja, keine große Story. Wir sind hier ziemlich klar im Abwärtstrend verortet. Jetzt sieht das Ganze allerdings so aus. Wir haben hier nochmal ein Zwischenhoch generiert. Dann nochmal ein neues Tief und jetzt sieht es so aus, als wenn die Aktie es schaffen könnte, hier nach oben wegzugehen. Und wenn wir uns diese kleine Konstellation hier mal kurz anschauen, dann haben wir hier quasi eine Schulter, einen Kopf und eine Schulter. Und damit haben wir hier quasi eine inverse SKS-Formation. Das hier ist die Nackenlinie und deswegen ist dieses Ausbruchsniveau, was wir jetzt bei Delivery Hero hier antizipieren können, vielleicht in diesem Bereich mit dem Ausbruch über dieses letzte kleine Zwischenhoch, das wäre hier erstmal sehr bullisch zu werten. Untergeordnet können wir hier auch nochmal kurz schauen. Wir hatten dieses dynamische Aufwärtsmomentum, hatten dann hier eine Flag. Das Einzige, was mir jetzt nicht so gut gefällt, ist, dass das Volumen in der Konsolidierung hier angezogen hat. Ich mache es nochmal kurz in blau. Ja, dass es hier dieses Volumen in der Konsolidierung angezogen hat. Das ist nicht mustergültig für eine Bull Flag und deswegen ist das quasi der kleine charttechnische Wermutstropfen, den wir hier zu tragen haben. Bruttowarenwert, also die GMVs, die sind hier ein wenig über den Erwartungen gekommen. Segmentumsatz ist um 8,5% angestiegen, von 2,5 Milliarden auf 2,7 Milliarden. Man hat die Segmentumsatzprognose jetzt bestätigt fürs Gesamtjahr und hat auch die bereinigte EBITDA-Margenprognose bestätigt. Das heißt, man möchte hier mehr als 0,5% EBITDA-Marge erzielen. Das würde immerhin eine Verbesserung des EBITDA-Ergebnisses um rund 850 Millionen Euro bedeuten. Das ist nicht gerade wenig. Und der Bruttowarenwert, der wird mit einer Steigerung zwischen 5% und 7% am oberen Ende der Spanne erwartet. Also hier scheint es nicht so schlecht zu laufen. Allerdings, wenn wir mal gucken hier auf den Bereich der Kennzahlen, ja, dann sehen wir hier ganz klar keine Dividende. Wir sehen hier ganz klar kein Gewinnwachstum. Wir haben hier weiterhin negative Gewinne bis in 2025 rein. Ja, und das macht es natürlich für Delivery Hero hier im Moment auch ein bisschen schwer, auch gerade in diesem Hochzinsumfeld sich hier irgendwie positiv zu entwickeln. Und deswegen bin ich auch nicht so der größte Freund von den Delivery Hero Aktien, auch wenn die sich heute mal sehr gut entwickeln. Und genau so sieht es tatsächlich hier aus, nämlich bei Pro7 Sat1. Pro7 Sat1, da gucken wir uns mal schnell den 52-Wochen Kursverlauf an. Pro7 Sat1 hatte ich auch schon mal Short-Positionen im Chartzeit-Depot, die ganz gut gelaufen sind. Das war eine recht klare Story, fand ich, hier auf der Abwärtsseite zu traden. Wenn wir uns mal den 3-Jahres-Kursverlauf anschauen, na, da sehen wir es, das ist wirklich sehr deutlich und sehr nachhaltig, was hier auf der Unterseite läuft. Und dann seht ihr vielleicht auch mal, wenn man dann so Zahlen bekommt hier wie heute 10,5 oder 10,05%, über 10% Bewegung zur Oberseite, wo man denkt, wow, das ist ja irre, was die Aktie hier aufs Parkett legt. Naja, setzt es einfach mal ins Verhältnis zu dem, was bisher auf der Abwärtsseite gelaufen ist und dann ist das einfach nicht mehr besonders viel. Und das große Problem, was eben die Aktie von Pro7 Sat1 hier über die ganze letzte Zeit immer wieder hatte, war, dass jegliche positiven Kursbewegungen relativ schnell wieder zurückgeholt worden sind. Genau das Gleiche hatten wir hier auch nochmal gesehen. Positive Bewegung genauso schnell wieder zurückgeholt. Wir sind wieder ans alte Tief gelaufen. Ja, die Aktie hat jetzt eine Chance, hier vielleicht so ein kleines Doppelboden, so eine kleine Doppelbodenkonstellation hier auszubilden.
Aber die wäre natürlich auch frühestens dann interessant, wenn wir wirklich über dieses Zwischenhoch hier laufen. Dann hätte man vielleicht eine Chance auf eine erste kleine Bodenbildung. Ich würde das Ganze nicht wirklich traden. Ja, wenn wir uns die Zahlen angucken, dann sehen wir, dass das EBITDA zwar um 2% angestiegen ist auf 110 Millionen Euro, aber die Prognosen deutlich verfehlt hat. 113,5 waren hier erwartet. Und der Umsatz, der ist auch deutlich rückläufig, der ist um 2,5% gefallen. Da lag die Analystenprognose bei 888 Millionen Umsatz. Genau das ist erzielt worden. Also man hat zwar einen Rückgang vom Vorjahr, hat aber genau das erreicht, was die Analysten eigentlich erwartet hatten. Was mir nicht so gefällt, ist, dass in dem größten Segment Entertainment, was immerhin für knapp 600 Millionen Umsatz verantwortlich ist von den 888 Millionen, die insgesamt erzielt worden sind, dass dieses Segment Entertainment insgesamt um 4% rückläufig gewesen ist. Und da ist halt drin das ganz normale Fernsehprogramm und auch Joyn, die Plattform Joyn, die sind zusammengefasst im Bereich Entertainment. Da ging die Einnahme um 4% zurück. Und das ist natürlich ungünstig. Und das bringt mich am Ende auch dazu, dass vielleicht der Ausblick, der hier beibehalten worden ist, mit dem Erlös leicht unterhalb 3,95 Milliarden, da hatte man vorher 3,95 bis 4,25 Milliarden, also sogar leicht nach unten korrigiert. Man geht jetzt etwas unter das untere Ende der vorigen Spanne im Umsatz, und behält aber die Prognose bei quasi für den Bereich des Gewinns. Das EBITDA, das soll zwischen 550 und 650 Millionen eigentlich kommen. Und man erwartet jetzt so das untere Ende der Spanne zu erreichen. Da bin ich allerdings skeptisch. Ich bin mir nicht sicher, ob das passiert. Wir haben vor einer Woche erst die Zahlen von RTL gesehen. Die waren nicht gut. Der Ausblick von RTL war nicht gut. Da hat man relativ klar gesagt, dass das ganze Werbegeschäft weiter schwach bleibt, hat deswegen die Prognosen eingekürzt. Und jetzt würde es mich sehr wundern, dass die Geschäfte bei ProSieben doch deutlich besser laufen sollen als bei RTL. Wenn RTL hier davon ausgeht, dass das vierte Quartal nicht besonders gut läuft und ProSieben jetzt sagt, na, wir rechnen damit, dass wir ein viertes Quartal auf Höhe der Vorjahresumsätze und Gewinne erreichen können. Das sehe ich nicht so ganz und deswegen befürchte ich, wird das bei ProSieben hier vielleicht nochmal eine Bruchlandung werden. Denn das Einzige, was ProSieben hier im Moment auf der positiven Seite liefern kann, das sind Kosteneinsparungen. Da hat man jetzt schon eine ganze Menge erreicht. Deswegen ist es auch erreicht worden, dass bei rückläufigem Umsatz das EBIT ein bisschen erhöht werden konnte. Aber ich denke, das reicht nicht. Man geht jetzt davon aus, dass man 2024 nochmal rund 100 Millionen einsparen kann. Könnte vielleicht sorgen, dass das Ergebnis für 2024 nachher nicht so übel ist von der Gewinnseite. Aber man kann eben Kosteneinsparungen auch immer nur bis in einen bestimmten Bereich treiben. Und dann müssen doch wieder Umsatz- und Gewinnsteigerungen da sein. Und die sehe ich einfach im Moment bei ProSiebenSat.1 nicht. UBS hat witzigerweise die Bewertung auf Kaufen beibelassen und hat ein Kursziel von 9,50 € für ProSiebenSat.1. Finde ich ein bisschen zu hoch gegriffen. Die begründen das damit, dass sie sagen, der Abschluss des Kosteneffizienzprogramms dürfte sehr gut ankommen bei den Anlegern. Naja, aber das ist im Prinzip genau das, was ich gesagt habe. Das kann vielleicht mal Year over Year schnell eine Steigerung bringen, aber dann sind die Ergebnisse auch eingepreist und ausgereizt. Und von daher finde ich das gar nicht so positiv, was wir da hier sehen. Und die Werbeerlöse, die man im Entertainment-Bereich erwartet, auf Höhe des Vorjahresniveaus, die halte ich eben schlicht und ergreifend wahrscheinlich nicht für erreichbar. Und das ist einer der Gründe, warum UBS hier ein Buy-Rating drauf hat. Da würde ich mich tatsächlich vielleicht ein bisschen dagegen stellen wollen. RWE, wir kommen im großen DAX hier an, hat Zahlen geliefert und die Zahlen von RWE, die waren wirklich gut. Man hat hier deutliche Gewinnsteigerungen, man hat ein bereinigtes EBITDA, das ist um 82% gesteigert worden auf 6,2 Milliarden Euro. Das davon macht das Kerngeschäft tatsächlich mehr als 80% aus bei RWE. 5,7 Milliarden kommen aus dem klassischen Kerngeschäft und das Kerngeschäft hat hier eine Steigerungsrate im EBITDA von 103% aufs Parkett gelegt. Das ist wirklich ordentlich und deswegen finde ich, steigt die Aktie hier zurecht. Ich finde, sie ist auch etwas zu hart abgestraft worden in der letzten Zeit. Wenn man sich jetzt nämlich anguckt, wie die Gewinne hier sprudeln und wie das Ganze sich wirklich gut entwickelt, dann hat die meiner Meinung nach das verdient, hier mal locker in den 40-Euro-Bereich nach oben zu kommen. Also nochmal so
naja, 7-8% hier vielleicht zur Oberseite. Also Richtung 40 Euro, vielleicht auch ein bisschen höher, vielleicht schaffen wir hier auch die 10% noch vom aktuellen Niveau. Das ist gar nicht so wenig für einen Versorger, deswegen sollte man das nicht unterschätzen. Aber wir haben hier natürlich auch schon eine ordentliche Bewegung jetzt gesehen, von 31,50 € rauf auf 37 €. Und das war natürlich hier mit verschuldet von den stark ansteigenden Zinsen, die hier in der Phase sehr dynamisch angestiegen sind. Das ist immer ungünstig für die Versorger. Und jetzt sehen wir eben, na, dass die Zinsen deutlich zurückgekommen sind und damit konnte die Aktie hier auch wieder ein bisschen Tritt fassen. Der bereinigte Nettogewinn, der konnte jetzt in den ersten 9 Monaten tatsächlich sogar um 126% gesteigert werden. Und von daher gefällt mir das alles recht gut, was wir hier sehen. Der Ausblick, der ist nach dem letzten Quartal erhöht worden. Im Juli hat man die Ausblickserwartungen erhöht. Das ist jetzt bestätigt worden. Also man geht wirklich davon aus, dass das Geschäft hier gut weiterläuft und dass alles so bleibt. Das Kerngeschäft, das soll in den Bereich 6,3 bis 6,9 Milliarden Umsatz kommen. Quatsch, EBITDA natürlich, nicht Umsatz, sondern EBITDA. 6,3 bis 6,9 Milliarden. Insgesamt, also nicht nur das Kerngeschäft, sondern insgesamt soll das bereinigte EBITDA auf 7,1 bis 7,7 Milliarden ansteigen. Und der Nettogewinn, der soll Richtung 3,3 bis 3,8 Milliarden gehen. Dividende, die wird wahrscheinlich um 11% angehoben, von 90 Cent auf 1 Euro. Das gefällt den Anlegern sicherlich auch gut. Und damit finde ich, ist RWE weiterhin ein solides Investment. So, und der einzige Wert, den ich heute hier von überm großen Teich auf der Uhr habe, das ist die Fisker-Aktie und die verliert in den letzten Minuten hier auch nochmal recht deutlich. Wenn wir hier mal schauen, na, wir haben hier aufgemacht im Bereich 3,38 € und sind jetzt hier schon nochmal rund 10% tiefer gepurzelt. Und Fisker hat gestern nachbörslich Zahlen gemeldet. Jetzt kann man sich schon ungefähr vorstellen, wie die waren. Die waren nicht so toll. Der Gewinn pro Aktie, der ist mit 27 Cent Verlust reingekommen. Das zeige ich euch hier auch gerne mal. 27 Cent Verlust auf der Gewinnseite. Na, das sehen wir hier unten in der letzten Zeile, die ich für euch hier eingefügt habe. 27 Cent Verlust. Das ist ein größerer Verlust als im Vorquartal. Und auch 6 Cent mehr Verlust, als die Analysten erwartet hatten. Die waren eigentlich der Meinung, dass diese Serie hier von 54 Cent auf 38, auf 25 jetzt fortgesetzt wird auf 21 Cent Verlust. Hier ist man eines Besseren belehrt worden. Es gab also jetzt einen Verlust, der etwas drüber lag. Naja, und das Problem, was wir jetzt so ein bisschen haben, ist, wenn wir mal schauen, wir haben jetzt hier 20, 40, 70 Cent, 80 Cent, 89 Cent schon auf der Verlustseite. Es wird fürs Gesamtjahr erwartet von Seiten der Analysten einen Verlust von 1,03 €, 1,03 $. 89 Cent haben wir jetzt schon hier auf der Negativseite auf der Uhr. Das heißt, es dürften im letzten Quartal nur noch maximal 14 Cent Verlust anfallen, damit die Erwartungen der Analysten erzielt werden. Not sure. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen. Was allerdings sehr auffällig ist, das ist der Umsatz, der hier wirklich dynamisch angezogen hat. 71,8 Millionen Umsatz. Das ist natürlich viel, viel mehr als die 815.000 Dollar, die wir im Vorjahr noch hatten. Aber der Konsens, der lag hier bei über 100 Millionen. Der Konsens hat mit über 100 Millionen Umsatz gerechnet und es sind hier nur 71,8 gekommen. Also wirklich brutal verfehlt auf der Unterseite. Sehr, sehr schlecht. Und dementsprechend wird die Aktie hier auch kräftig abgestraft. Fisker ist natürlich ein E-Fahrzeughersteller, der noch in einem sehr frühen Stadium ist. Also hier hat man jetzt im letzten Quartal etwas über 4.700 Fahrzeuge produziert, hat knapp 1.100 Fahrzeuge ausgeliefert im gesamten Quartal. Die Steigerung, die ist sehr deutlich. Also wir haben jetzt im dritten Quartal hier gesehen 1.097 Auslieferungen. Alleine im Oktober, also im letzten Monat, sind insgesamt schon 1.200 Fahrzeuge ausgeliefert worden. Also alleine im Oktober sind schon mehr ausgeliefert worden als im gesamten dritten Quartal zusammengenommen. Also das wächst hier sehr dynamisch. Ja, das hilft aber nicht darüber hinweg, dass die Aktie hier noch in einem ganz frühen Stadium steht, das Unternehmen bei weitem nicht profitabel ist und wahrscheinlich auch noch jede Menge Hürden zu nehmen hat. Also das bleibt hier wirklich ein hochspekulatives Investment,
die Fisker-Aktie. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich da rein investieren wollen würde. Und jetzt ist eben auch noch eine Warnung bekannt geworden, nämlich dass der 10Q-Ergebnisbericht, also diese Einreichung von diesem Standard 10Q-Bericht, der in Amerika immer vorgenommen werden muss, die verzögert sich erstmal auf unbestimmte Zeit, weil wesentliche Schwächen im Bereich der internen Kontrollen festgestellt worden sind. Und das ist natürlich auch nicht gerade das, was Anleger hören wollen, um hier das Vertrauen zu schüren und dementsprechend völlig zu Recht, wie ich finde, die Aktie heute hier unter Druck. 20%, ja, ist viel, aber das spiegelt eben auch einfach das hohe Risiko in der Aktie wider. Und wir sind jetzt also unter dieses letzte wichtige Unterstützungslevel hier, unter diesem Bereich 4 Euro weggebrochen. In US-Dollar sieht der Chart nicht wirklich besser aus, deswegen braucht man da nicht draufschauen. Wenn wir uns jetzt mal angucken, dass wir hier so eine letzte Range hatten zwischen 4 Euro und ich sag mal, naja, etwas über 6 Euro, das sind also ungefähr 50% Kursbewegung. Das würde bedeuten, dass wir hier unten jetzt ein Kursziel um 2 Euro für die Aktie kriegen, nur alleine durch den Ausbruch aus dieser Seitwärtsrange. Also, das sieht alles andere als gut aus und dementsprechend würde ich hier sehr vorsichtig sein in der Aktie von Fisker. So, wir haben ein bisschen Zeit für Fragen. Und da schauen wir mal drauf. Thomas Meyer, sonnige Grüße aus El Guna. Hallo. Puh. Kleiner Ägyptenurlaub mal kurz reingeschoben. Auch nicht schlecht. Trotzdem in der Sendung. Das freut mich natürlich. Was haben wir denn hier? Digital Ocean, Nvidia. Also, ich sage vielleicht mal kurz ein Wort zu Nvidia. Da kommen ja bald Zahlen. Man sieht, wenn man sich die Kursbewegung anschaut von Nvidia, so ungefähr, was der Markt erwartet, nämlich wahrscheinlich alles andere als schlechte Zahlen. Wir gucken hier mal kurz auf den US-Chart. Da sehen wir nämlich, dass die Aktie wirklich schon wieder relativ kurz vorm Allzeithoch steht. Das haben wir ja hier oben bei ungefähr 500 Dollar. Da liegt das Allzeithoch der Aktie. Wir sind jetzt in den letzten paar Handelstagen, wenn wir uns das anschauen. Wir sind hier wohlgemerkt am 31. Oktober. Da lagen wir noch unter 400 Dollar. Jetzt liegen wir bei 486 Dollar. Das heißt, die Aktie, die hat hier mehr als 20% zugelegt innerhalb von einer Handvoll Handelstagen. Und ich denke, das zeigt ziemlich eindeutig, was der Markt hier erwartet von der Nvidia. Und für mich ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir über die 500-Dollar-Marke hier gehen. Ja, es ist sehr schwierig zu beurteilen, wie die Bewegung laufen könnte mit den Earnings. Vor allem, wenn wir so sehr stark in Earnings reinlaufen, dann haben wir natürlich eine hohe Gefahr, dass hier erstmal Gewinnmitnahmen getätigt werden. Selbst wenn die Zahlen gut kommen, die erste Reaktion positiv ist, dann könnte im Prinzip genauso was auftauchen, wie wir hier beim letzten Mal gesehen haben. Ja, nämlich dieses schöne Upgap, was hier aufgebaut worden ist. Und dann kommt es eben zu den Gewinnmitnahmen. Mit der Eröffnung kommen wir hier runter und rutschen dann eben wirklich in einen übergeordneten Abwärtstrend hier sogar kurzfristig oder mittelfristig rein. Also das ist das Risiko, was man im Moment hier bei einer Nvidia-Aktie hat. Selbst wenn die Zahlen gut kommen, heißt das nicht, dass wir weiter steigen, sondern es könnte ganz kräftig auch noch mal nach unten gehen. So, AppLovin, John Doe hat ein Invest gemacht bei 41 Euro. Also AppLovin hat sehr gute Zahlen geliefert, ne? Glaube ich. Ups, falsche Aktie erwischt. AppLovin haben wir hier. So, gucken wir mal kurz rein, wie sich das Ganze hier entwickelt hat. Ja, 41 Euro, naja, wo, so im ersten Rücksetzer wahrscheinlich hier, ne, im ersten Rücksetzer so in den Bereich auf die alten Hochs, finde ich nicht unbedingt schlecht. Ja, man hätte natürlich deutlich tiefer reinkommen können, aber das weiß man wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch immer nicht so richtig. Mir haben die Zahlen gut gefallen. Das war recht solide, was wir da gesehen haben. Ich gehe eigentlich davon aus, ich gehe jetzt mal kurz auf den US-Chart, weil der halt einfach etwas besser aussieht. So. Na, da hatten wir dann hier eine ziemlich deutliche Umkehr gesehen. Jetzt ist das gestern hier schon wieder rückläufig. Wir sehen einfach diese sehr hohe Volatilität. Die hängt natürlich damit zusammen, dass wir hier auch im Bereich der 45 Dollar ein ziemlich starkes Widerstandsniveau haben. Wenn wir uns die Aktie jetzt mal längerfristig anschauen, hier auf Dreijahresbasis, dann sehen wir auch, wo die ganzen Probleme herkommen. Nämlich ziemlich genau hier oben aus diesem Widerstandsbereich, den wir hier drin haben.
Na, das ist dieses alte Tief, was der Markt hier ausgebildet hat. Das ist dieses Hoch, was hier ausgebildet worden ist. Da sind wir hier schon mal rangelaufen. Jetzt laufen wir hier wieder ran. Aber ich muss halt ganz klar sagen, auf Wochenbasis sieht es für mich sehr arg danach aus, dass wir hier wirklich jetzt in einen übergeordneten Aufwärtstrend eingeschwenkt sind. Wir haben dieses letzte Tief hier nicht im Ansatz unterschritten. Wir hatten hier jetzt viel eher so eine kleine Konsolidierungstrend, sind aus diesem Konsolidierungstrend schon ausgebrochen. Und wenn ich noch nicht investiert bin, würde ich warten, dass wir vielleicht über dieses Zwischenhoch jetzt hier tatsächlich rausgehen und diesen Breakout noch abwarten, denn man sieht eben auf Tagesbasis, wie unsicher die Anleger hier sind. Aber wenn wir über die $45 gehen, denke ich, dann wirst du dich wahrscheinlich noch über deinen 41 € Einstieg freuen. Okay. So. Nein, Tobias, danke nochmal für die Aufklärung. Ich bin nicht schuld am Fall der Hensoldt-Aktie. Und so schlecht habe ich gar nicht drüber gesprochen. Ja, ich habe halt einfach nur die Differenz zur Rheinmetall aufgezeigt. Ne? Mehr war es gar nicht. Ich glaube, langfristig ist Hensoldt ein solides Investment. Also solange wie das Ganze hier weiter so läuft, dass wir immer mehr geopolitische Spannungen kriegen, ist, glaube ich, der Rüstungsbereich nicht unbedingt der schlechteste, in dem man sich aufhalten kann. Und dann nimmt sich eine Hensoldt mit einer Rheinmetall am Ende auch nicht viel. Es ist irgendwo auch ein Hedge, eine Absicherung gegen geopolitische Unsicherheit. Und von daher schauen wir uns das Ganze dann auch einfach mal entsprechend an. The Trade Desk oder Jinko Solar, Lulu, oh, ich darf mir was aussuchen. Das ist nett. Dann, ja, da bin ich relativ leidenschaftslos. Ich gucke einfach mal in The Trade Desk rein. Die ist ja ziemlich übel abgestraft worden, glaube ich. Da gehen wir aber hier auch direkt in den US-Markt, schauen uns das Ganze einmal an. Jo, da sehen wir es auch. Und das war natürlich zahlenbedingt. Und was mir jetzt gar nicht gefällt, ist, dass wir hier nicht mal über diesen $65-Bereich wieder rausgelaufen sind. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schwache Reaktion auf die Zahlen. Wir sehen hier auf der Unterseite dieses starke Widerstandsniveau. Ja, vielleicht laufen wir ins Gap rein. Ich würde nicht drauf setzen. Ich denke, es gibt im Moment einfach bessere Werte, auf die man setzen kann im Tech-Bereich als eine Trade Desk. Langfristig denke ich schon, dass sich dieser Trend, der sich hier mal entwickelt hatte, dass sich dieser Trend hier durchaus irgendwie weiter fortsetzen könnte. Allerdings, ich will das mal kurz hier skizzieren. Allerdings ist es so, dass wir im Prinzip langfristig hier im absoluten Niemandsland feststecken, auch charttechnisch. Wir haben dieses Unterstützungsniveau hier getestet, das hier unten. Nur das Problem an dem Test dieses Unterstützungsniveaus ist, dass wir damit das letzte Tief hier unterschritten haben. Und zwar ziemlich deutlich und auch längerfristig. Mehrere Wochen hat der Kurs schon unten drunter hier getradet. Und das ist natürlich ein Problem. Und jetzt haben wir hier einen Versuch, einen übergeordneten Versuch, eine erste Aufwärtssequenz aufzubauen. Hier. Und hier und hier. Nur wenn ihr euch das jetzt anschaut, haben wir wieder das typische Problem. Das sieht ein bisschen aus hier vielleicht nach einer ABC oder vielleicht sogar nach einem neuen Versuch, der hier jetzt gestartet ist, weil wir quasi hier dieses Doppeltief drin haben, dieses ziemlich deutliche Doppeltief. Also $40 ist ein ganz starkes Unterstützungslevel für die Aktie von Trade Desk. Und ich wäre mir jetzt nicht so sicher, ob wir nicht vielleicht nochmal auf dem Weg sind Richtung 40 €. Denn übergeordnet ist das hier das ist ja ein Wochenchart, den wir uns hier anschauen. Übergeordnet ist das hier eine Kursbewegung, die von einem Doppeltop kommt und seitdem hier ziemlich dynamisch abwärts gerichtet ist. Und solange sich daran nichts ändert und sich daran hier auch charttechnisch nichts ändert, solange würde ich hier lieber die Finger aus der Trade Desk rauslassen. Wenn die sich mal erholt, dann hat die natürlich auch eine Möglichkeit, nochmal einen ordentlichen Weg nach oben zu generieren. Und deswegen glaube ich, muss man hier nicht unbedingt das Tief genau abgreifen. Ja. Jörg Obiwan, iRobot habe ich tatsächlich ausgewählt, um sie für morgen in die Chartzeit-Sendung reinzunehmen. Also dann vielleicht morgen am späten Nachmittag mal bei YouTube draufschauen in die Chartzeit-Free-Sendung. Da ist dann iRobot auch in der Einschätzung drin. Trade Desk, ja, okay, haben wir jetzt angeschaut. Was würde ich bevorzugen, BP oder Shell mittelfristig? Ich glaube, ich würde mittelfristig Shell bevorzugen, weil Shell es tatsächlich geschafft hat, trotz dieser ganzen
Querelen um die steigenden Ölpreise zuletzt auch noch mal den Gewinn zu erhöhen. Das wollte ich so nicht. Das wollte ich hier. Also Shell hat ein Gewinnwachstum gezeigt. Ich glaube, da können wir, wenn wir das hier, naja, das, die Quartalszahlen haben wir hier nicht drin, deswegen sehen wir das jetzt hier nicht. Aber ja, Shell gefällt mir prinzipiell ganz gut, wobei ich halt ganz klar sagen muss, ich wäre energietechnisch, glaube ich, eher irgendwo vielleicht bei einer ExxonMobil im Moment. Chevron haben mir die Zahlen nicht gefallen. Chevron fand ich die Zahlen wirklich grauselig schlecht. Das war überhaupt nicht das, was ich sehen wollte. Und die Aktie hat auch entsprechend reagiert in der letzten Zeit. Shell, naja, ist jetzt hier wieder auf dem Unterstützungsniveau angekommen. Kann man auf jeden Fall drüber nachdenken. Das ist dieser Bereich hier. Das hatten wir da schon mal getestet. Jetzt sehen wir, dass die Aufwärtstrendlinie hier Bestand hat momentan noch. Solange das so ist, wäre ich hier noch recht positiv gestimmt, wenn wir natürlich sehen, dass wir hier nach unten drunter weglaufen, dass wir also hier den Ausbruch zur Unterseite sehen und dann auch die 30-Euro-Marke verlieren. Dann könnte sich auch die Abwärtsbewegung bei Shell noch mal ein bisschen dynamisieren. Dann haben wir hier noch mal einen ganz interessanten Bereich um 28 €, der vielleicht dann doch noch angelaufen werden würde, falls der Ölpreis sich nicht jetzt wieder stabilisieren kann, irgendwo im hohen 70er, niedrigen 80er-Dollar-Bereich. Also, aber Shell gefällt mir eigentlich ein bisschen besser als BP, aber wir können sie ja mal überlagern. Na, da sehen wir das ganz gut. Ja, BP auch deutlich stärker im Rücklauf gewesen hier über die letzte Zeit. Und das ist natürlich das Kerngeschäft hier bei der Shell, was den Kurs hier etwas höher hält im Moment. Insgesamt sehen wir aber auch die Vola bei BP etwas größer. Wenn wir uns über die letzten 3 Jahre anschauen, na, da sehen wir es auch. Shell etwas besser performt als die BP, und das ist der einzige Grund, warum ich hier eine Shell bevorzugen würde. So. Ja, SMCI profitiert leider nicht mehr vom Nvidia-Hype. Naja, da muss man einfach auch noch mal ein bisschen gucken. Super Microcomputer. Ich bin nach wie vor po positiv gestimmt für Super Microcomputer. Da gucken wir mal kurz hier rein. Gestern wieder ein bisschen kräftiger unter Druck gekommen. Aber wenn wir mal hier auf den Tagesschart gehen und gucken uns das Ganze mal an, dann sehen wir, das ist einfach eine hohe Volatilität, mit der die Aktie unterwegs ist. Ja, die kann jetzt von der letzten Bewegung von der Nvidia nicht profitieren. Aber im Moment, ich würde sagen, solange dieses Niveau hier um $225 gehalten werden kann, hat sich am insgesamt bullischen Ausblick eigentlich nichts verändert. Wenn wir uns das Ganze angucken, sieht es charttechnisch ein bisschen problematisch aus. Da haben wir nämlich hier eine ziemlich gute untere Begrenzung. Hier oben haben wir leider diese fallenden Hochpunkte drin. Und das könnte bedeuten, dass wir hier tatsächlich nochmal den Ausbruch zur Unterseite sehen und im Extremfall vielleicht sogar dieses Gap hier schließen. Das wäre natürlich alles andere als schön, aber es würde langfristig auch nichts am Potenzial ändern, denke ich. Also ich hätte auch wirklich ein bisschen mehr erwartet in den letzten Tagen, zumal ein schönes neues Produkt geliefert worden ist von Super Microcomputer. Da hat man jetzt so Server, die dann auch wirklich ja erweiterbar sind, wo man also die Chips dann auch mal tauschen kann, wenn dann neue kommen. Das ist alles eigentlich gar nicht so dumm gemacht. Wenn wir auf die Kennzahlen schauen, dann sehen wir, wir haben ja auch weiter ein deutliches Wachstum, was hier antizipiert wird. 2024er KGV steht bei 17. Das finde ich jetzt auch nicht zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde sie immer noch okay bewertet und denke auch, dass wir hier nach wie vor eine gute Ausgangsbasis haben, noch für weiter steigende Kurse. So, jetzt gucken wir noch mal ganz unten. Tesla bitte. Okay. 30 Sekunden für Tesla. Das wird eng. Schauen wir mal kurz rein. Tesla. Da hat sich gestern gut entwickelt, ne? Ist gestern über 4% gestiegen. So, und das hatte damit zu tun gestern, dass es neue Hinweise darauf gibt, dass die indische Regierung eventuell hier EV-Importe nach Indien für die nächsten 5 Jahre subventionieren will. Davon würde natürlich Tesla profitieren. Dementsprechend setzt sich die Bewegung auch heute vorbörslich schon weiter fort. Ich sehe eine gute Chance dafür, dass Tesla jetzt hier erstmal ein Tief drin hat, dass wir hier sowas wie eine kleine inverse SKS jetzt gesehen haben.
dass wir den Ausbruch hier sehen über diese Niveaus. Und dann wäre das erste Kursziel vielleicht mal hier ein bisschen über Gap Close, so in diesem Bereich 246, $247. Ich glaube, da könnten wir guten Gewissens hinlaufen. Und insgesamt halte ich Tesla langfristig auch immer noch für eine gute Story. Und Bewertung ist was, wo man bei Tesla eh noch nie drauf schauen durfte. Sonst hätte man die nie im Depot drin. Und deswegen, ja, das ist die Abwärtstrendlinie, die hier läuft. Die können wir hier verlängern. Na, da können wir einen Abwärtstrend draus machen und das würde zeigen, wenn es hier ein bisschen dynamischer läuft, hätte die Aktie auch Möglichkeiten, so Richtung $250 zu laufen. Das erste Kursziel, was ich hier gesehen habe, so im Bereich 246, 247, da könnten wir uns dann eben auch ein bisschen mehr Zeit lassen, dahin zu kommen und würden trotzdem gerade mal nur den oberen Bereich vom Trendkanal testen. Also das gefällt mir hier bei Tesla im Moment ganz gut. Ich sehe da die Oberseite schon etwas im Vorteil momentan. Okay, das wäre es gewesen für heute. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Freue mich auf morgen 13 Uhr, wenn es wieder heißt Mahlzeit. Bis dahin euch alles Gute und bye bye. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Fahr deine Strategie. Achtung, der Zinsentscheid der Fed ist höher als erwartet. Deine Entscheidung. Unsere Experten stehen Ihnen mit Top-Analysen zur Seite. IG, Trading aus Leidenschaft.